Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Firlei und heute zeige ich Ihnen als Aktie des Monats die größte Lebensmittel-Supermarktkette der Welt. Dazu erhalten Sie natürlich auch einen Blick auf den beeindruckenden Kursverlauf dieser Aktie. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer der Hinweis am Anfang, Gewinne in der Vergangenheit sind kein Garant für die Zukunft, aber Depots mit langjährigen Trendfolgeaktien, die in der Vergangenheit einen stabilen Aufwärtstrend zeigen, sind bewiesenermaßen erfolgreich. Heute geht es um das amerikanische Unternehmen Kroger. Die Aktie ist im wichtigen US-Aktienindex S&P 500 gelistet und die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 33 Milliarden US-Dollar. Also schauen wir uns das mal an. Kroger. Also wie gesagt, Kroger ist die größte Lebensmittel-Supermarktkette der Welt und ist gleichzeitig eine der größten Einzelhandelsketten. Die Wurzeln des Unternehmens lassen sich bis zu Werner Kroger zurückverfolgen. Er war übrigens ein Einwanderer aus Deutschland. Dieser Herr Kroger oder Kroger eröffnete bereits im Jahr 1883 in Cincinnati, Ohio, die erste Kroger-Filiale. Er verkaufte übrigens unter anderem das von seiner Mutter hausgemachte Sauerkraut und auch selbstgebackenes Brot. Das war der Beginn dieser erstaunlichen Konzerngeschichte. Er begann mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft und konzentrierte sich von Anfang an auf Qualität und Kundenzufriedenheit. Die Idee, alle Waren unter einem Dach anzubieten und den Kunden eine breite Auswahl an Produkten zu bieten, erwies sich bewiesenermaßen als erfolgreich. Dieser Ansatz war damals sehr innovativ und trug dazu bei, dass sich Kroger von anderen Lebensmittelgeschäften abhob. Ja, wie schaut es heute aus? 141 Jahre später, eben heute, betreibt Kroger über 2700 Läden in 35 US-Staaten. Bei etwa der Hälfte der Läden findet sich übrigens eine angeschlossene Tankstelle und in den meisten Supermärkten ist auch eine Kroger-Apotheke zu finden. Das Unternehmen beschäftigt etwa 430.000 Mitarbeitende und erreichte im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von 148 Milliarden US-Dollar. Zurzeit das wichtigste Thema bei Kroger ist die geplante Fusion mit Albertsons. Das ist ebenfalls ein sehr großer Lebensmittelhändler in den USA. Eigentlich sollte diese Fusion schon Anfang 2024 stattfinden, doch wegen noch andauernder Verhandlungen mit den US-Behörden wird das wohl noch etwas dauern. Für uns Börsianer natürlich entscheidend ist die Kursentwicklung. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier die Kroger-Aktie im langfristigen Bild der letzten 20 Jahre. Das schaut in meinen Augen schon recht beeindruckend aus, wenn Sie einfach den langfristigen Aufwärtstrend hier betrachten. Denn immerhin seit 2004 kann der Kurs um 469% zulegen. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresrendite von etwa 9,09%. Dazu kommen noch die Dividenden. Allerdings sehen Sie eben auch, dass die Aktie durchaus eher durchwachsene Börsenphasen durchlebt. Erst ging es hier stark aufwärts, dann kam eine Korrektur und eine etwas längere saure Gurkenphase als Seitwärtstrend. Und dann explodierte der Kurs. Von Juli 2012 bis etwa Ende 2015 war hier eine Performance von über 400% möglich. Dann folgte wieder eine durchwachsene Phase, eine Korrektur und ein Aufwärtsschub. Und ja, bis von hier, von 2019 bis eben Anfang 2022 hat sich der Kurs hier nochmal verdreifacht. Tja, im Zuge der notwendigen Korrektur sagte der Kurs jetzt hier in den letzten Monaten, also auch im letzten Jahr und seit 2022, ging es hier dann eben seitwärts hoch und runter.
Ja, und aktuell notiert der Kurs in etwa 23% unter dem Allzeithoch. Also, langfristig betrachtet, wenn es bei der Kroger-Aktie läuft, wie hier vervierfache und hier verdreifache, dann, ja, dann läuft es eben auch besonders gut für den Investor. Ansonsten braucht der Anleger etwas Geduld. Also aus heutiger Sicht wäre ein Investment in diese Aktie auch eine Wette darauf, dass die Fusion mit Albertsons klappt und dass dadurch fruchtbare Synergieeffekte entstehen. Hier noch ein kurzer Blick für Charttechniker. Hier sehen Sie den 3-Jahres-Chart. Ja, wie gesagt, hier bewegt sich der Kurs seit etwa Ende 2022 in einer Seitwärtsphase, so etwa zwischen 42 und 50 US-Dollar. Und Sie sehen auch hier den Kampf mit dem roten Verlauf. Dieser rote Verlauf ist ein 256-Tage-GD, also in etwa ein gleitender Jahresdurchschnitt. Zusätzlich sehen Sie hier in grün den 20-Tage-GD. Also momentan liegt der Kurs etwas darüber oder kratzt gerade an diesem 20-Tage-GD. Das ist so in etwa ein gleitender Monatsdurchschnitt. Wie gesagt, die untere Begrenzung liegt bei 42 US-Dollar, die obere Begrenzung liegt bei 50 US-Dollar. Also spätestens dann, ja, aus meiner persönlichen Sicht, spätestens dann, wenn der Kurs diese obere Marke erreicht, dann würde ich mir diese Aktie langfristig etwas genauer anschauen. Ja, Sie wissen, das ist keine ganz konkrete Empfehlung, aber Sie haben ja auch gesehen, dass es eben dann, wenn es eben läuft, wenn ein Aufwärtstrend sich etabliert, dann schaut es gut aus für die Kroger-Aktie. Ganz langfristig betrachtet liegt die durchschnittliche Jahresrendite bei etwa 9%. Also es gibt sicherlich in der Vergangenheit Aktien, die nicht so gut liefen wie eben eine durchschnittliche Jahresrendite von 9%. Und übrigens, die Investmentlegende Warren Buffett ist über seine Holding Berkshire Hathaway mit etwa 7% an Kroger beteiligt. Nochmal zur Sicherheit, eine einzelne Aktie kann immer wieder in Schieflage geraten, doch ein Mix mit langjährigen Trendfolgeaktien in einem Depot dürfte langfristig zum Börsenerfolg führen. Und diese Aktien stelle ich Ihnen ja in regelmäßigen Abständen immer wieder vor. Ja, wenn Sie kein Video mehr von mir verpassen wollen, dann abonnieren Sie hier gerne den Kanal des Investor Verlags und über ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Viel Erfolg an der Börse, bleiben Sie dran, Ihr Tom Firley.